Ja? Ah, du bist einer. Alles in Ordnung. Nein, nein, es ist nichts los. Nein, es geht mir nicht schlecht. Nein, nein, kümmere dich ruhig um deine Börsenleute. Nein, das ist nicht nötig. Ich koche mir selber was. Hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Ruf an, wenn du fertig bist. Warum schließt du dich denn ein? Ich weiß nicht. Aus Versehen. Also, das war ein Tag. Kein Mensch weiß, was mit dem Dollar los ist. Alle sind wie verrückt. Anna! Ja? Komm mal her. Schau mal. Hm? Siehst du da unten? Da steht er wieder. Wer? Der Mann da. Seit 3 Tagen geht das nun schon. Manchmal geht er hinter mir her, manchmal treffe ich ihn gerade da, wo ich hinkomme. Das bist du dir nur ein. In der Traumstadt, der Freistätte für alle mit der modernen Kultur Unzufriedenen, ist für alle körperlichen Bedürfnisse gesorgt. Materielle Not ist ausgeschlossen. Die vornehmsten Ziele dieser Gemeinschaft zielen überhaupt weniger auf Erhaltung der realen Werte. In der Tat, es ist sehr schwierig für mich, mit einfachen Worten zu erklären, was Patera mit seinem Traumreich eigentlich will. Warum arbeiten Sie nicht mehr in Ihrer alten Technik? Welche? Ich kenne von Ihnen die Radierungen zu Chinesen Notre Dame de Fleur. Ist es nicht schade, ein so technisches Mittel wie Fotografie zu verwenden? Nein. Verzeihen Sie, ich wollte nicht in Sie dringen. Ich habe Schwierigkeiten. Ich kann ein leeres Blatt oder eine leere Leinwand, sie lähmt mich einfach. Ich kann das nicht ausdrücken. Ich will es auch nicht, verzeihen Sie. Möchten Sie vielleicht Tee oder Kaffee? Nein, danke, sehr liebenswürdig. Ihr Portwein schmeckt mir ausgezeichnet. Im Übrigen ist es erstaunlich, in einem heutigen Haushalt noch
Portwein angeboten zu bekommen. In einem Dossier über Sie wurde das eigens erwähnt. Doch zurück zu meinem Auftrag. Wichtig ist für den Traumstädter ausschließlich der Traum. Dieser wird bei uns gehegt und entwickelt. Ihn zu stören wäre unausdenkbarer Hochverrat. Darum die strenge Sichtung der Personen, die eingeladen werden, an diesem Gemeinwesen teilzunehmen. Um mich kurz zu fassen, Klaus Patera, absoluter Herr des Traumreichs, beauftragt mich als Agenten, Ihnen die Einladung zur Übersiedlung in sein Land zu überreichen. Tja, das ist 13 von Ihnen. Ich werde mit meiner Frau darüber reden. Ich kann mich natürlich nicht sofort entscheiden, Herr Gotsch. Kann ich Sie anrufen? Morgen erhalten Sie dann meine Antwort. Ist Ihnen das recht? Ich begreife, dass Sie mir keinen Glauben schenken. Sie halten mich für etwas überspannt. Aber ich versichere Sie, ich bin gesund. So gesund wie Sie oder irgendeiner. Was ich Ihnen mitteile, ist voller Ernst. Dass es merkwürdig klingt, nun ja, gebe ich gerne zu. Vielleicht werden Sie ruhiger, sobald Sie dieses hier angesehen haben. Woher haben Sie dieses Bild? Ich sagte es Ihnen doch. Aber das ist doch Unsinn. Das ist doch ein Witz. An das Bild glauben Sie aber. Sie erkennen die Züge Ihres Schulfreundes Klaus Patera. Ja, natürlich, obwohl das lange her ist. Er hat sich kaum verändert. Auf jeden Fall bitte ich Sie, mir eine Bestätigung über den Empfang dieses Bildes und dieses Schecks zu geben. Die Summe von D-Mark 100.000 dürfte für die Auflösung Ihres Hausstandes und die Reisevorbereitungen genügen. Er sagt, Geld spielt dort gar keine Rolle. Und jeder kann leben, wie er will. Einfach so. Frei. Wir sollten es tun, Anna. 100.000 Mark. Das Ganze klingt verrückt. Aber vergiss nicht, dass du dich selber überall mitnimmst. Schrecklich, dieser Lärm. Der Krach geht mir auf die Nerven. Flori, Flucht ist kein Ausweg. Hör zu, Anna. Ich kann hier nicht mehr leben und ich will hier nicht mehr leben. Vor allem kann ich hier nicht mehr arbeiten. Ich habe es satt, von Galerie zu laufen. Ich ersticke in diesem Sumpf von Beziehungen, von Anbiederungen, von Moden. Ich muss wieder zu mir selber finden. Ich muss weg von hier. Zum Empfang. Ich hab's ja gewusst, wir sind einem Idioten aufgesessen. Ich find's aufregend. Tja, also wenn Ihnen mein Pass nicht genügt, meinen Sie dieses hier? Lassen Sie sehen. Ja, danke, das genügt. Schon da? Nein. Sie haben noch einen langen Weg vor sich. Aber er lohnt sich. Wollen Sie auch? Danke. Sie werden sehen. Ja,
Begleiten Sie uns denn nicht? Nein, ich werde Sie bald verlassen. Wir werden uns nicht wiedersehen. Warum hast du mich denn nie früher geweckt? Ich habe geträumt. Oh, wir waren zu Hause, die Börse hat gebrannt. Und dann war da so ein merkwürdiger Klang. Das war das Klavier. Komisch. Und halt das Klavier. Eine orientalische Stadt. Sie haben heute Nacht die Kamele gewechselt. Hm? Ist dir kalt? Oh, aber es geht schon. Oh. Tut's dir leid? Sie haben es geschafft. Was haben Sie denn erwartet? Minarettsmoscheen? Paläste aus tausend und einer Nacht? Sie sind enttäuscht? Überlegen Sie doch mal, die ganze Stadt wurde mühsam hierher geschafft, Stein für Stein. Eine ruhige, friedliche Stadt, ohne alle diese furchtbaren Errungenschaften der alten Welt. Und ein einziger Mann hat sie geschaffen. Klaus Patera. Ja. Kommen Sie. Na, kommen Sie, kommen Sie. Wo bleiben Sie denn? Flori. Flori. Flori, bitte. Bitte lass uns umkehren. Anna, ich mag hier nicht sein. Anna, bitte. Nein, ich mag nicht. Jetzt, wo wir da sind. Ich mag hier nicht sein. Ich weiß die ganze Zeit, was du so tapfer. Ich weiß, ich bin nicht. Du weißt doch gar nicht, wie es ist. Ich weiß es, aber ich mag nicht. Sie machen mir beide sehr viel Freude. Hören Sie auf! Meine Frau ist von der langen Reise völlig erschöpft. Wissen Sie, ich habe mich auf das Staunen spezialisiert. Ich freue mich über jeden, der staunt oder enttäuscht ist. Das ist meine Spezialität. Also los, da unten wartet die Kutsche. Thank you.
Also, meine Herrschaften, bitte aussteigen. Guten Tag. Bitte lassen Sie das. Kommen Sie, kommen Sie! Komm, Flori, komm. Ja. Bitte. So. Herr Gautsch hat Ihnen wohl schon angedeutet und Sie werden verstehen, dass er nicht mehr als Andeutungen sich erlauben konnte, dass unser Staat auf folgendem Prinzip aufgebaut ist. Jeder Bürger hat das Recht, seine Individualität unmittelbar und rein zu verwirklichen. Jeder Stimmung darf Ausdruck verliehen, jedem Bedürfnis entsprochen, jeder Veranlagung nachgegeben werden. Eine einzige Beschränkung, ja, ich möchte sagen, das einzige Gesetz dieses Landes besteht in dem totalen Respekt vor der Individualität des anderen. Und wann kann ich meinen Freund Klaus Patera sprechen? Wann immer Sie wollen. Aber ich würde vorschlagen, dass Sie sich erst eine Wohnung suchen. Wieso? Gibt's denn hier kein Hotel? Wir sind doch eingeladen. Ist denn nichts vorbereitet? Es ist alles vorbereitet. Sie werden das finden, was Sie brauchen. Wo Sie gerne wohnen möchten, wird auch eine Wohnung für Sie sein. Es ist alles vorbereitet. Ja, und unser Gepäck? Wird Ihnen zugestellt, sobald Sie sich niedergelassen haben. Hier ist Geld. Wenn Sie irgendein Problem haben, suchen Sie mich auf. Zu meinem größten Bedauern werde ich vergeblich auf Ihren Besuch warten müssen. Erfahrungsgemäß lösen sich hier alle Probleme von allein. Und was ist das wert? Nichts. Es hat keinen Wert. Sie brauchen kein Geld. Es ist nur um den anderen, von denen Sie etwas wollen, auch etwas geben zu können. Leben Sie wohl. Schade. Schade, dass wir uns nicht wiedersehen werden. Leben Sie wohl. Die Luft ist lau, das Federchen fliegt, wie dem, der seine Kinder wiegt. Der hat eine teuflische Ähnlichkeit mit diesem Gott. Also eigentlich muss ich dir sagen, habe ich mir schon immer gewünscht, in so einer Stadt zu leben. Keine Autos, kein Gestank. Und Pferdeäpfel, muss ich dir sagen, riechen gut. Ah, schau mal da. Da haben sie unserem Zwergendenkmal gesetzt. Vielleicht ist er ein ganz berühmter Mann. Was meinst du? Kannst du entziffern, was da steht? Flori! Bitte, haben Sie vielleicht einen Mann gesehen mit so langen Haaren und einem Bart? Guten Tag. Guten Tag.
Hallo. Ist da jemand? Hallo. Ist jemand hier? Hallo. Der Herr Wünschen. Einen Stadtplan. Ja. Haben Sie vielleicht zufällig einen Stadtplan? Ja, einen Stadtplan. Ja, die neuen sind noch nicht eingetroffen, aber ein alter tut's wohl auch. Hier hätte ich was. Schauen Sie, nehmen Sie das. Das können Sie sicher brauchen. Ja, das müssen Sie haben. Hören Sie, nur eine Kleinigkeit von 72 Gulden. Wirklich eine Notwendigkeit. Danke, das genügt Sie. Ja, aber das ist doch nur ein Stück. Das ist schon richtig. Und als Zugabe erhalten Sie noch diese wunderschöne Nadelschere. Dankeschön. Danke. Ja, sag mal, Flori, was machst du denn? Du lässt mich da einfach Mutterseelen allein auf der Straße stehen. Eigentlich wollte ich uns nur einen Stadtplan kaufen, aber der Alte da drin, der hat mir das förmlich aufgezeigt. Sag mal her, was war denn damit? Ich weiß auch nicht. Der Alte da drin war der Ansicht, ich würde es dringend brauchen. Ein bisschen verrostet, aber doch ganz hübsch. Wir haben doch zu Hause auch immer überflüssige Sachen gekauft. Guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Guten Tag. Bitte sehr. Wünschen die Herrschaften zu speisen? Ja, danke. Haben Sie eine Speisekarte? Ich bin sicher, die Herrschaften werden zufrieden sein. Über mein Essen hat sich in all den Jahren noch niemand getraut zu beklagen. Ja? Guck mal. Was ist denn das? Was ist das? Ich weiß nicht. Eine Orange. Der reinste Kindergarten. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Das Einzige, was ich jetzt möchte, ist ein großes Wiener Schnitzel und ein Glas Bier. Und wer weiß, was der jetzt anbringt. Bitte der Herr, der Schweinebraten mit extra Kraut. Schau mal. In der Theatinerstraße gab es so hübsche indische Seidenblusen. Wenn ich die nur gekauft hätte. Das Einzige, was hierher passt, ist mein langes Abendkleid und das ist viel zu empfindlich. Hey! Einen Moment bitte. Ja, aber woher wussten Sie denn? Ein Schnitzel. Hast du dir das alles so vorgestellt? Natürlich nicht. Wir wollten ja doch in den Orient. Schau, hier möchte ich wohnen. Du auch? Ja, geh doch mal rein und frag. Kommst du mit? Nein, geh mal. Wart hier auf mich. Ja.
Können Sie denn nicht aufpassen? Wer sind Sie denn überhaupt? Wie kommen Sie hier rein? Entschuldigen Sie bitte, aber mein Name ist Florian... Ja. Mein Name ist Florian Sand. Ich wollte mich nur erkundigen, ob hier eine Wohnung frei ist. Entschuldigung, ach, wenn ich störe. Sie sind neu hier. Störe ich? Aber nein. Bitte, ja. Kommen Sie doch herein. Danke. Treten Sie doch näher. Danke. Bitte, kommen Sie doch herein. Setzen Sie sich doch, Felicitas. Komm, setzen Sie. So aufregend, jemanden zu treffen, der gerade von draußen kommt. So, du setzt dich brav dahin. So, was wollte ich denn eigentlich? Ach, ja, wo ist es denn? Ach, ja, da. So, ja. Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Beatrice Balestri. Florian Sand. Beatrice Principessa Balestri. Woher kommen Sie? Ich komme aus München. Ah. Aus Deutschland. München. Komm her, Jupiter. München, die Berge, der Chiemsee, König Ludwig. Mein dritter Mann stammte aus München, aber er hat mir kein Glück gebracht. Wissen Sie, ob hier eine Wohnung frei ist? Das bin ich. Früher. Mein Vater hat mich begleitet. Sehr schön. Ich war 17. Ja, leicht alt die Zeit. Ja. Bitte können Sie mir sagen, ob hier eine Wohnung frei ist? Ich bin schon so lange weg. Was gibt's Neues in der alten Welt? Mein Gott, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Wie viele Jahre ist es jetzt her? Das kann ich gar nicht mehr nachrechnen. Und im Grunde ist es ja auch egal. Es passiert sowieso nie was hier. Alle meine Freunde sind hier. Was haben Sie mich gefragt? Ich wollte nur fragen, ob hier eine Wohnung frei ist. Ja, natürlich ist hier eine Wohnung frei. Ich dachte, Sie seien deswegen gekommen. Waren Sie schon bei Dr. Lampenbogen? Sie ist ein reizender Mann, aber eine schreckliche Frau. Und er ist ein schlechter Arzt, aber man braucht hier keinen Arzt, Gottlob. Ich war richtig froh, dass Sie umgezogen sind. Nein, nein, man darf hier keinen Arzt brauchen. Halten Sie ihn mal. Darf ich Ihnen was anbieten? Ich habe doch da noch die schönen Petit Four. Nein, nein, lassen Sie nur. Ich finde sie schon. Nein, nein, man darf hier keinen Arzt brauchen. Ah, oh, da sind Sie. Ich habe es doch gewusst, dass Sie da sind. Vielleicht geben Sie mir die Adresse, dann gehe ich zu Dr. Lampen. Mein Auge. Ziehen Sie doch ganz einfach an. Aber man kann doch nicht einfach so, man muss doch wenigstens fragen. Es geht doch nicht. Aber warum denn nicht, wenn Ihnen die Wohnung gefällt hier? Sie wollen schon also, gehen? Ja, ich muss. Ich will meine Frau nicht so lange warten lassen. Die lange Reise hat sie doch sehr ermüdet. Ach, Sie haben eine Frau. Wie ärgerlich. So schön, dich mal arbeiten zu sehen. Warum? Körperlich. Ah! Oh, du! Wie viele Katzen hat diese Prinzessin, sagst du? Mindestens 20. Und zwei Hunde. Weißt du, was ich hier besonders gut finde? Die ganze Stadt scheint voll von Musik zu sein. Ha! Der ganze Schrank hängt voll mit Kleidern. Samt und Seide. Du glaubst gar nicht, wie gut Buttermilch ich hab wohl was anprobieren. Naja, die Kleider kann ich sowieso alle wegschmeißen. Hast du den lila Lederrock gesehen? Wir hätten unser ganzes toll. Zeug zu Hause lassen können. Ein bisschen albern komme ich mir ja schon vor. Ist eigentlich wie im Fasching. Ah, oh, schön, sag ich dir. Ich freue mich auf das Bad. Ich werde überhaupt nichts anderes machen, als baden und spazieren gehen. Himmlisch, dass man kein Geld verdienen gehen muss. Du, das ist fantastisch. Das sitzt, als ob es für mich gemacht worden wäre. Wie angegossen. Meinst du, ob die Kleider alle Lampenbogens gehören? Was sagst du? Ob die Kleider alle Lampenbogens gehören? Vielleicht. Aber darüber würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Sie sind da,
schön. Und sie passen. Schön. Du auch. Wo gehst du hin? Ich will versuchen, Patera zu treffen. Oh. Zwei Queren Reinfall. Mit mir nicht. Schön Reinfall. Na, wie steht's? Habe ich was versäumt? Zwei Queren Reinfall. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte eigentlich zum Audienzkartenbüro. Können Sie mir sagen, wo ich hier eine Audienzkarte bekomme? Eine Audienzkarte. Den kannst du nicht. Sagen, wo hier Audienzkarten ausgegeben werden. Dort. Guten Tag. Wer hat Sie gebeten einzutreten? Haben Sie eine Vorladung? Welche Papiere haben Sie bei sich? Um eine Audienzkarte zu bekommen, sind folgende Papiere unbedingt erforderlich. Ein Trau-, ein Taufschein, der Nachweis Ihrer Identität. Außerdem brauchen Sie die Impfbescheinigung Ihres Vaters, die Unbedenklichkeitserklärung Ihrer Mutter und das polizeiliche Führungszeugnis Ihrer Schwester, falls Sie eine haben sollten. Im Amtszimmer Nummer 16, erste Tür, Korridor links, machen Sie Ihre Angaben über den Besitz von Orden und Ehrenzeichen, die Ihnen jemals geschenkt, verliehen oder entzogen worden sind. Ein Leumundzeugnis Ihres Schwiegervaters ist nur dann notwendig, sollte dieser an Pocken, Syphilis oder ähnlich ansteckende Krankheiten gelitten haben. Absolut erforderlich ist allerdings die Tatsache, dass keinem Ihrer Familienmitglieder jemals die bürgerlichen Ehren- oder Menschenrechte aberkannt worden sind. Ich besitze nur einen Reisepass und einen Impfschein. Aber ich bin ein Schulfreund von Klaus Patera. Das ändert die Sachlage natürlich von Grund auf. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Ihren Vor- und Zunamen, wenn ich bitten darf. Florian Sand. Herr Sand. Würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? Würden Sie bitte noch einmal hereinkommen? Hinausgehen und wieder hereinkommen. Sie würden mir damit eine große Freude bereiten. Hinausgehen und wieder hereinkommen. Ja, bitte. Was sind Sie bitte? Da? Ja, bitte. Ja, und bitte anklopfen. Ja, klopfen. Ja. Ja! Herein! Haben Sie eine Vorladung? Welche Papiere haben Sie bei sich? Um eine Audienzkarte zu bekommen, sind folgende Papiere unbedingt erforderlich. Ein Trau- und Taufschein und der Nachweis Ihrer Identität. Die Impfbescheinigung Ihres Vaters, die Unbedenklichkeitserklärung Ihrer Mutter, das polizeiliche Führungszeugnis Ihrer Schwester, falls Sie eine haben sollten. Das Amtszimmer Nummer 16 ist zuständig für alle Orden und Ehrenzeichen. Das Leumundszeugnis Ihres Schwiegervaters ist erwünscht, jedoch nicht erforderlich.
Außerdem darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass sämtliche Formulare in 14-facher Ausfertigung vorliegen müssen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich... Ich weiß. Sie müssen mich entschuldigen. Aber es macht so viel Freude, es noch einmal sagen zu dürfen. In letzter Zeit kommen so wenige und ich liebe meinen Beruf. Verzeihen Sie bitte, eins würde mich interessieren. Was war Ihr Vater? Lassen Sie mich raten. War er vielleicht Professor? Nein. Doktor? Nein. Doch nicht etwa Schlachter? Um Himmels Willen, nein. Ja, ich verstehe Sie. Das ist wirklich ein schlimmes Schicksal. Mein Vater war es nämlich und ich muss es werden. Ja, das ist sicher nicht leicht. Aber ich möchte jetzt endlich zu meinem Schulkameraden Klaus Patera. Nein, ich habe gewusst, dass Sie mich verstehen werden. Ich habe es gleich gewusst. Gleich als ich reinkam, habe ich gewusst, dass Sie mich verstehen werden. Die Audienzkarte. Bitte! Die Audienzkarte bekommen Sie nicht bei mir, sondern bei seiner Exzellenz. Benötigen wir dazu Ihr Taufgeburts- und Trauschein sowie Ihr Schuleintrittszeugnis. Etc. Zuvor, wie schon gesagt, müssen Sie noch in Zimmer 16, anschließend zu deiner Nummer 17 und in 23. Ich werde Ihnen was sagen. Ich werde weder in Zimmer 17 noch 18 noch in 99 auch nur einen Fuß setzen. Ich denke nicht daran. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit, diese absurde Beamtenseligkeit zu befriedigen. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich ein Schulfreund Klaus Pateras bin. Und ich bin sicher, ich weiß genau, dass er mich sofort... Ach! Bitte. Guten Tag. Mein Name ist Florian Sand. Ich bin ein Schulfreund von Klaus Patera. Und ich will Ihnen... Wie ich mich freue. Man wartet schon auf Sie. Sie sind längst angemeldet. Angemeldet? Sie wollen um eine Audienz nachsuchen? Aber das ist doch selbstverständlich, mein Verehrtester. Die Karte wird Ihnen sofort zugestellt werden. Meine Herren! Im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt und unseres Ansehens erkennt die Regierung ihre volle Verantwortlichkeit an. In Fragen der Armenfürsorge finden Sie bei mir stets ein geneigtes Ohr. Unser nächstes Ziel soll die Vervollkommnung des Theaterwesens sein. Und ich hoffe dabei auf Ihre tatkräftige Unterstützung. Die Erfahrungen, welche wir mit der Freigabe gewisser Institutionen im französischen Viertel gemacht haben, würden uns, meine Herren, ich bin überzeugt, Ihnen aus der Seele zu sprechen, wenn Dann erwarte ich die Audienzkarte und darf mich bedanken. Ja? Seele. Die menschliche Seele, meine Herren, hat ihren Sitz. Ein bisschen mehr rechts, meine Kleine. Ramus basalis anterior. Ein kommender Ast. Der Mensch, stets aufs Neue ein Mysterium. Regio mammaria, das der Mama entsprechende Feld. Entzückend. Thank you.
Vor wie eine Raupe. Als Kind hatte ich mal den ganzen Winter über eine Raupe im Keller. Wir haben sie gehegt und gepflegt und gefüttert mit Blättern. Und dann hat sie sich verpuppt und endlich schlüpfte ein wunderschöner Schmetterling aus. Ganz zart, die Flügel waren so zusammengeklebt. Wir haben ihn auf den Teller getan und ganz vorsichtig rausgetragen in den Garten. Die ganze Familie stand drumherum. Die Sonne wärmte seine Flügel und er flog, da hat er sie entfaltet, glitzerte noch ein bisschen feucht, violett und gelb. Und dann flog er in den wunderschönen blauen Himmel. Und auf einmal kam ein Spatz und tschupp, so vor unseren Augen. Hat er ihn gefressen. Es war schrecklich traurig. Wir haben alle geweint. Das ist der Neue. In der ganzen Stadt gibt es keine Kinder. Warum gibt es hier eigentlich keine Kinder? Kinder würden die Gegebenheiten hier zu sehr ausnutzen. Ach, und Erwachsene tun das nicht? Manche tun das. Das ist ein Problem. Das ist eigentlich das wesentliche Problem unseres Staates. Was geschieht, wenn jemand ein Kind bekommt? Sie vergessen, dass die Menschen, die diese Stadt bevölkern, nach besonderen Gesichtspunkten ausgesucht worden sind. Einmal, das ist schon lange her, kam jemand in die Wochen. Angeblich wurde sie ausgewiesen. Verzeihen Sie, könnten Sie mir sagen, was es hier zu sehen gibt? Am besten, Sie überzeugen sich selbst. Halt! Setzen Sie die Binde auf! Setzen Sie die Binde auf! Ich gehen Sie! Ich suche ein Mädchen! Gehen Sie! Ein Mädchen in einem roten Kleid! Sie müssen gehen! Ich kann nicht garantieren, ob es klappt. Die letzte habe ich gemacht in Salzburg. Du! Im Internat! Mit Patera! Und dein Patera. Hör, halt's ein bisschen höher. Immer wenn ich anfange, mich hier wohlzufühlen, fängst du an, von deinem Patera zu erzählen.
Am liebsten würde ich mitfliegen. Hier ist es ein wenig ruhiger. Es hat Sie sehr angegriffen, nicht wahr? Was meinen Sie? Ich habe es Ihnen gleich angemerkt, dass es für Sie das erste Mal war. Sie sind noch nicht sehr lange hier, nicht wahr? Ich brauche ein Bier. Ich brauche ganz dringend ein Bier. Nein. Mein lieber junger Freund, ich lebe seit der Gründung hier. Fast 13 Jahre, eine lange Zeit in meinem Alter. Und ich finde immer noch interessant, dass Sie, auch das Kleinste kann Freude bereiten. Verstehen Sie, ich zum Beispiel sammle Läuse, Staubläuse. Danke. Acarina Felicitas. Eine ganz besonders seltene Spezies, von mir entdeckt worden, in den Schlossarchiven von Patera, Amtszimmer 169. Ach, verzeihen Sie mir bitte, man wird so vergesslich, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Professor Kornteuer, Zoologe. Tja, also ich muss wieder an meine Arbeit. Wollen Sie einen guten Rat? Arbeiten Sie, man arbeitet hier sehr gut. Ein müder Körper schafft einen zufriedenen Geist. Versuchen Sie es mal damit. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen. Was soll denn das? Das ist Käse. Ja, Käse. Wo gibt's denn sowas? Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das heute für ein Tag war. Zuerst kommt die Prinzessin und beschuldigt mich, ich hätte was in ihre Katzenschüsseln getan. Die Katzen fressen seit 3 Tagen nichts. Und das mir, ich bin mit Katzen aufgewachsen, traue es sowieso dauernd bei mir hier oben. Wo ist sie denn jetzt? Mietz, 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 Mietz. Jetzt ist sie weg. Und dann hier, schau, schön. Ja. Ja, sehr schön. Und was glaubst du, was hier drin ist? Käserinden. Ach, du bist albern. Oh, na, hör mal. Da kommt ein Bote, gibt ein Paket ab. Da steht drauf Herrn und Frau Florian Sand, Haus Nummer 19, ohne Absender. Ich denke schon, das ist ein Willkommensgruß von deinem Freund Patera. Und dann ist so ein Quatsch da drin. Tja. Warst du dort? Nein, nein, ich war nicht dort. Ja. Aber ich habe gehört, im Archiv werden Audienzkarten ausgegeben.
Bist du denn gar nicht neugierig? Oh, entschuldige. Und was war sonst? Gab's was Neues? Interessantes? Lustiges? Ja, ich hatte ein recht merkwürdiges Erlebnis. Ich gehe Ach, über die... Ach ja, stopp. Stell dir vor. Und dann kommt der Student aus der Mansarde. Steht er plötzlich hier im Zimmer. Glaubst du, der klopft an? Völlig betrunken. Und dann schreit er, Sie sind zu schade für den Mann. Sie sind zu schade für den Mann. Und dann kniet er nieder und weint. Ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich ihn draußen hatte. Und dann habe ich ihm was geschenkt. Die Nagelschere vom ersten Tag. Zerschneidet die Freundschaft. Bist du böse? Nein, gar nicht. Oh. Gefällt er dir? Ja? Ach, und dir, der Schleier. Der gehört auch noch dazu. Man hat dir doch gesagt, dass heute gespielt wird. Ja, Sir Edward wollte auch kommen. Wir sind zu spät dran. Alles wegen deiner neuen Frisur. Es ist doch meine Frisur, ja. Du mit deiner Schleife. Du hast zu lange rumgedrückt. Meine Schleife. Komm, vielleicht hat es schon angefangen. Ist doch egal. Wirklich, es hat schon angefangen. Siehst du? Hallo? Hallo, ist da jemand? Psst, nicht so laut. Weißt du noch, wie ich mich damals dem dicken Mann im Dunkeln auf den Schoß gesetzt habe? Seine Frau war ganz empört. Psst. Warte lieber bis zur Pause, ne? Mach ihr Stück nur. Komm. Yeah.
unmittelbar. Ja, die Liebe hat bunter Flügel, solch einen Vogel. Florian Sand, wie schön, dass Sie gekommen sind. Was spielen Sie? Darf ich Sie mit meiner Frau bekannt machen? Anna? Wie reizend. Frau Lampenbogen. Wie reizend. Und Ihr Mann hat mir schon so viel verliebt. Haben Sie Stimme oder rezitieren Sie? Weder noch, wir sind nur gekommen, um zuzuschauen. Zuschauen? Aber kein Mensch schaut zu. Dafür haben wir das Theater nicht kommen lassen. Wissen Sie, dass es erst vor einem halben Jahr aus Uppsala gekommen ist? Berührt euch. Berührt euch doch. Können Sie denn gar nichts? Ich? In der Schule, da war ich mal die Maria Stuart. Ach bitte, Santa Lucia. Ja? Oh, Santa Lucia. Oh bitte. Santa. Oh,
Oh, bitte, 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 bitte. Bitte helfen Sie doch. Au, das tut weh. Au, das tut weh. Au. Hilfe. Flori. Oh, Flori. Hilf mir. Bitte. Ich komme. Ich hab mich so blamiert. In der Schule, da war... Anna. Da war alles anders. Zu Hause, da war alles anders. Anna. Ich will heim. Ich kann hier nicht leben. Anna, das ist Anna, keine hör auf. Stadt für mich. Anna, führ dich nicht auf wie ein Kind. Es sei doch verrückt, von dir diesen Zirkus mitzumachen. Du bist an allem selber schuld. Oh, bitte nicht schreien. Bitte schreien nicht. Jetzt gibst du einer Stimmung, einer Laune nach und dann beklagst du dich auch noch. Schrei nicht so. Ist doch wahr. Deine Stimmungen. Was heißt denn Stimmungen? Ich darf noch an Stimmungen, die ich nicht habe. Oh, bitte. Ich fühle mich hier wohl. Bitte. Wohler als zu Hause und ich will... Bitte, bring mich heim. Aber hör auf damit, du bist hysterisch! Oh, bitte. Du musst versuchen, so zu leben wie alle hier. Bitte, bring mich heim. Ja. Bring mich heim. Anna, ich versuch's. Jetzt sei ruhig. Ganz ruhig. Mein viertes Audienzgesuch haben Sie auch abgelehnt. Ich wollte es dir nur nicht sagen. Ja, aber wie kommen wir denn da? Dann kommen wir ja überhaupt nie mehr nach Hause. Ruhe! Halten Sie die Klappe! Sand! Ja, aber da, wie kommen wir denn nach Hause? Ich schlag Sie alle einzeln tot! Eine Zigarre. Machen Sie das weg und schlafen Sie die Treppe runter. Ich soll Proletarier kann man nicht in einem Hause wohnen. Muss ja nicht beleidigen, so wie Sie da stehen, sind Sie für mich eine Drecksprinzessin. Sie unfrisierte alte Sau. Ihre Frau. Aber sechs Minuten. Hör doch auf. Es ist kalt. Auf. Komm. Oh, mir schrecklich. Flori, wir fahren heim nach München. Nein, und nochmals, Bücher auch Bandiere. Ja, ich bin alle Neuerungen im Staat verbietet. Sie machen es sich zu leicht, meine Herren. Was sagt er? So einfach segelt man um das Ding an sich nicht herum. Ja. Vor allem ist die Welt was sagt ein er? Lassen Sie hören. Problem. Sehen Sie. Der Raum wirbt um die Zeit. Der Vereinigungspunkt ist die Gegend. Dass er wirbt. Ist der Tod. Schwer mit ihm, ne? Ethik! Ja. Ethik? Sehen Sie mal, ich bin Bankier. Ein ethisches Problem? Das gibt's gar nicht. Nonsens. Das Zentrum aller Dinge ist der Mensch. Am deutlichsten ausgeprägt in der reinen Inkarnation des Menschen, im Künstler. Wir legen unsere Seelen offen in unsere Arbeiten, sodass jeder deutlich sehen kann, was für ein Lump aus einem Künstler hätte werden können. Die Kunst ist ein Sicherheitsventil. Nicht wahr, Herr Sand? Ja. Quidquid agis prudenta agas. Ja, ich weiß. Ich möchte Sie etwas fragen. Die Kunst rettet den Künstler. Ich sah neulich am Uhrturm ein Mädchen. Schweiß zwischen den Schenkeln einer Frau, das ist gut. Ich muss dauernd an Sie denken. Das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wieder Lust habe zu malen. Ihre Ausdrucksweise, den nehme ich, ist mir zu profan. Der Genuss. Der Last ihrer Haare ganz zart und zerbrechlicher, je abstrakter er wird.
Kennen Sie sich vielleicht? Ist nur in der Reproduktion des Künstlers denkbar. Es tut mir so leid, aber ich leide überfragt. Sie sind in meinen Wissen Sie übrigens, dass Sie eine ganz entzückende Frau haben? Junger Mann. Ja. Du und ich, Patera, schwarz und weiß, wir hätten eine neue Welt aufbauen können. Und du? Und du? Was hast du getan? Eine Irrenkolonie hast du gegründet. Eine Stadt für Vollidioten und Missgeburten. Für Leute wie dich, Louis! Ist ja schon gut, Mr. Bell. Schon gut. Denken Sie, Sie hätten es besser gemacht? Dann hätten Sie hier aber Roboter ansiedeln müssen. Geh raus. Wie Sie wünschen. Ich werde euch allen die Augen öffnen. Was euch fehlt, ist die Sonne, ihr Narren. Sie vertrödeln nur ihre Zeit mit dieser taubstummen Hure, Mr. Bell. Oh, Mr. Bell, wenn Sie es wirklich ernst meinen, habe ich eine tolle Idee. Ich meine ein Wort von Ihnen und ich beschaffe Ihnen Bomben, Gewehre und Kanonen. Und wir sprengen die ganze Stadt in die Luft. Weg ist sie. Du bist ein Träumer. Hol das Handtuch. Wenn Sie Patera wollen, ich kenne seinen ersten Sekretär. Sie liegen falsch, Mr. Bell. Macht hat man nur, wenn man Kanonen hat. Sie glauben, Patera kann Ihnen helfen? Sie glauben, die Leute hören auf Sie? Oh, Mr. Bell, machen Sie Schluss. Sie müssen was tun. Lass mich in Ruhe. Geh raus! Was ist denn, Anna? Mach auf, ich bin. Ach, Flori. Warum liegt das hier? Ich habe ihn gesehen. Deinen Patera. Auf dem Markt. Was? Als Laternenanzünder verkleidet. Er geht an mir vorbei und streift mich. Und dann dreht er sich plötzlich um und sagt, Entschuldigung, Frau Sand. Ganz leise. Und das war dein Freund Patera. Ich bin ganz sicher, es war Patera. Was? Patera wird doch nicht als gewöhnlicher Laternenanzünder herum. Doch! Sein Gesicht war wie eine Wachsmaske. Ganz bleich und ganz rötliche Augen. Hörst du nichts? Ja, hörst du denn nichts? Anna, du hörst die Schmiede. Wenn der Wind günstig steht, dann hört man die Schmiede. Nein, 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 das kommt aus dem Brunnen. Und manchmal, da ist es so laut. Heute Vormittag, Anna, schau mal da, das Glas ist zersprungen. Das sind deine Nerven. Das ist einfach deine Migräne, die wiederkommt. Oh ja. Kannst du nichts dagegen unternehmen? Das macht mich ganz krank. Mach weiter. Was ist denn? Was ist denn? Ah! Ah! Was zum Teufel machen Sie denn da? Mauere das Fenster zu. Nein! Hör auf, Anna, hör endlich auf! Das Ganze ist ein Irrtum! Hören Sie auf! Ich hab so Lust. Gehen Sie! Hören Sie nicht!
Warum machst du das alles? Warum tust du das mit mir? Warum versuchst du mich umzubringen? Ich versuche dich umzubringen? Aber Anna, du denkst doch nicht etwa, dass ich... Ach, so ein Quatsch. Doch. Doch. Du hast das alles getan. Du versuchst mich umzubringen. Aber Anna, das kannst du doch nicht im Ernst glauben. Sei doch vernünftig, Anna. Du bist einfach überreizt. Du versuchst mich umzubringen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Anna! Du schläfst nicht mal mehr mit mir. Seit wir hier sind, hast du mich kaum angerührt. Was redest du da für einen Unsinn? Es hat sich nichts geändert. Überhaupt nichts, hörst du? Schau mich an. Wo ist denn dein Vertrauen geblieben? Ich bin Florian, dein Mann. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. Alles an dir. Alles. Glaubst du mir? Ein Stückchen. Es ist alles gut, ja? Ja. Alles wieder gut. Los, Lori, sei kein Frosch, geh mit. Es ist das beste Bordell in der Stadt. Puff, der einzige in der Stadt. Florian, du warst noch nicht ein einziges Mal im französischen Viertel. Entschuldigen Sie bitte, ich muss mit der Lampenbogen sprechen. Meine Frau fühlt sich nicht wohl. Schon seit Tagen nicht wohl. Machen Sie den Fehler nicht, Sand. Jos. Lass das Arschloch gehen, das war selbst schuld. Gehen Sie nicht zu diesen Quacksalbern. Ihre Frau darf nicht krank sein. Wissen Sie, was der Lampenbogen früher war? Bauunternehmer! Hast du die Papiere?
zeig sie mir. Nicht jetzt. Schlaf jetzt. In 8 Tagen sind wir zu Hause. Es wird kalt sein, mein Schatz. Es ist tiefer Winter. Sicher liegt Schnee. Ich freue mich auf Schnee. Guten Tag, ich... Sagen Sie nichts. Mein Name ist Flo... Setzen Sie sich zu mir. Oh! Legen Sie ab. Kommen Sie doch näher, setzen Sie sich. Danke, Ludwig, geh jetzt. Ist mir eine große Freude, Sie zu sehen, nach so langer Zeit, Herr Sand. Was führt Sie zu mir? Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht stören, aber meine Frau fühlt sich nicht wohl. Ich bin nur gekommen, um den Doktor zu bitten, sie sich einmal anzusehen. Sie fühlt sich elend, sehr elend. Das tut mir aber leid. Mein Mann ist zur Eröffnung des neuen Dampfbades. Es wird sicher spät werden. Was fehlt dir denn? Ach, ich glaube, es sind ihre Nerven. Sie hat Fieber und schreckliche Angstzustände. Ach, wenn's weiter nichts ist. Das haben wir alle von Zeit zu Zeit. Das bleibt hier nicht aus. Wollen Sie auch ein Glas? Nerven und Angst, dagegen helfen nur kreative Mittel. Bedienen Sie sich. Sie hat sich so schön angelassen damals im Theater. Warum kommt sie nicht mehr? Ich fühle mich jedes Mal wie neugeboren, wie gereinigt. Sie haben es natürlich leichter. Sie sind ein Maler, ein Künstler. Ich male nicht mehr. Auf unsere Freundschaft. Auf Ihr Wohl. Trotzdem, ein Künstler. Seit einem Jahr habe ich nichts mehr gearbeitet. Ich fühle mich dazu einfach außerstande. Aber ich vermisse es nicht. Ich widerspreche mir immer, ich weiß, aber das macht meinen Reiz aus, sagt man. Machen Sie sich keine so großen Sorgen. Ich würde Sie so gerne ein bisschen ablenken. Wollen wir was zusammen spielen? Die Abendsonne, die in den Fluss versinkt? Das Tier mit den 4 Armen und den 4 Beinen? Eva.
Anna! Anna! Warten Sie! Warten Sie! Keine Aufregung! Keine Sie Aufregung. Das dürfen Sie nicht! Alles ist in Ordnung, mein Herr! Beruhigen Anna. Sie sich doch! Mein Herr! Beruhigen Anna. Sie sich doch! Anna! Sie Anna. Dürfen sich nicht derartig stehen lassen! Anna! Sie stören unsere Anna. Ordnung, mein Herr! Sie brauchen jetzt eine Frieden, ein Heim, mein Herr! Beruhigen Anna. Sie sich! Anna! Beruhigen Sie sich, alles ist in Ordnung. Lehnen Sie es nicht ab, wenn ich Sie einlade, vorerst zu mir zu ziehen. Auch meine Frau würde sich freuen. Lassen Sie ihn ruhig hoch. Sie werden ruhiger werden. Sie müssen das alles ganz schnell vergessen, mein Herr. Mein Herr, warten Sie doch! Bleiben Sie doch hier! Das ist doch unsinnig, was Sie tun! Anna! Nein, es ist verboten. Nicht, kehren Sie um. Hören Sie. Bitte, bitte. Oh, sehen Sie nicht hin. Sehen Sie nicht hin. Sehen Sie. Ich weiß, es ist schwer. Man will es nicht wahrhaben. Ihre Begriffe sind falsch. Für die dort oben ist alles viel einfacher als für uns. Ihre Augen sehen den Himmel, bis sein Grau sie mit einem Schleier bedeckt. Es dauert nicht lange, dann sind sie tot. Ist euer Leben schon verdammt? Nein, und nochmals nein. Aber ruhelos und unglücklich seid ihr. Jeder, alle, das müsst ihr mir zugeben. Einem Hochstapler seid ihr in die Falle gegangen. Und er hat euch um eure Gesundheit, um euren Verstand gebracht. Er hat euch den Wert des Geldes vergessen lassen. Er hat euch seine Wahnsinnsideen in den Schädel gehämmert. Und ihr denkt nun, das seien eure eigenen Gedanken. So lasst ihr euch zu Tode quälen. Und dieser Teufel da oben freut sich... Meine Freunde, das große Mitleid. Also, wenn ihr mich fragt, ihr imponiert dieser. Ich kann euch sagen, das ist ein Kerl. Der, wenn der hier gewesen wäre. Früher wäre alles anders gelaufen. Geld wie Heu. Echtes Geld. Harte Währung. Das ist wenigstens etwas, an das man sich halten kann. Junger Freund, was ist echtes Geld? Geld ist die Übereinkunft, einem Stück wertlose Material, einem bestimmten Kaufwert beizumessen. Die einzige Währung, die Bestand hat,
ist Brot. Was machen wir denn da jetzt? Im Puff, meine Herren, gibt schon lange eine harte Währung. Wenn's weich wird. Dieses Kaffeehaus war noch vor 50 Jahren ein verrufenes Wiener Vorstadtcafé. Und der Palast ist zusammengesetzt aus Trümmern von Städten, die der Schauplatz blutiger Zusammenstöße waren. Und Gewalt waren. Warum gehen Sie denn? Bruchstücke vom Escorial. Schmitz, alles dumm. Von der Bastille. Steinblöcke vom Tower und vom Vatikan und vom Keller. Ich weiß gar nicht, warum ich mir dieses dumme Gerede anhöre. Sie werden doch erwarten sehr glücklich hier. Ich lebe sehr gut ohne Geld, oder nicht? Bitte sehr, der Herr Baron. Moment. Da schwimmen ja zwei Kakerlaken drin rum. Was kann ich denn dafür? Tun Sie sie doch aus. Im Höschen vom Röschen. Lassen Sie endlich. Sie werden Ihnen doch noch vergehen, Sie adliger Lümmel. Bastard! Da ich euch die Augen. Sie hören das aber rein, Benini. Ich weiß wirklich nicht, warum ich lache. Sie nicht wieder. Denn ihr seid zurückgefallen und hockt in einem Sumpf. Aber noch ist es nicht zu spät. Es ist noch Zeit zur Rettung da. Und jeder, der noch einen Funken Verstand hat, sollte mich unterstützen in meinem Vorhaben. Hört euch zu. Männchen, zeig mir doch mal deine kleinen Dinge. Finger weg, das ist mein Revier. Darf ich vorstellen, das ist die Phyllis Coloré. Der Trost der Kalifornien. Schaut euch um mich. Ich setze den Preis von $1 Million auf den Kopf dieses Mannes. Halten Sie die ganze Dame raus, was sehen Sie den Rock runter. Entschuldigen Sie, meine Herren. Hier herrscht eine Stimmung, die in gar keiner Weise der meinen entspricht. Zu Ihrer Entschuldigung will ich annehmen, dass dieser Parvenu nebenan Sie ungünstig beeinflusst. Wohin sind wir gekommen? Bedauerlich. Sehr bedauerlich, Sie gestattet. Es fehlen die Züge. Der Mensch ist nicht geschaffen, Freiheit zu ertragen. Ekelhaft, diese Proleten aus dem französischen Viertel. Die kommen uns jetzt noch bis in die gute Stube. Aus. Nachts um fünf? Morgens um fünf. Langsam fällt uns das ganze Dach über dem Kopf zusammen. Im Keller sind schon riesige Risse. Wollen Sie sehen? Isabelle hat recht. Über diesen Häusern liegt ein Fluch. Haben Sie das gesehen? Mit dem ordinärsten Plebs vom französischen Viertel. Das ist das Ende. Das ist das Ende.
ist denn? Frau Lampenbogen, holen Sie Ihren Mann, schnell! Lassen Sie den Kerl bloß draußen kapieren. Lampenbogen, machen Sie die Tür auf! Machen Sie auf, Frau Lampenbogen! Dr. Lampenbogen! Dr. Lampenbogen, hier liegt ein Mann, der stirbt. Helfen Sie mir bitte, hier ist jemand verletzt. Ich zeig dir was. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Erzieh dich doch nicht so, Meister. Lassen Sie mich nicht an. Mit. Gehen Sie weg. Du wirst es noch bereuen. Lassen Sie mich in Ruhe. Aber ich bitte Sie. Sie brauchen keine Angst. Schön. Was wollen Sie denn von mir? Ganz ruhig, so. Aber so. Bitte lassen Sie das. Das werden wir gleich haben. Richtig, ich will nicht. Oh, wir wollen lassen doch ganz Sie ruhig das. Bleiben. Lassen Sie mich in Ruhe. So.
nicht. Oh, das Höschen woran da. Es wird Ihnen schon Vergnügen bereitet. Jedem hat es bisher Vergnügen bereitet. Sie werden schon sehen. So, und jetzt stehen wir schön auf. Schön artig auf. Gib das Tuch rüber. Nicht. Will nicht. Schön umlegen. Wir brauchen uns doch nicht zu genieren. So fein. Sehen Sie? Da. Sehen Sie. Oh. Nein! Nein! Lassen Sie mich los! Sie sind ja verrückt. Geben Sie mir meine Kleider. Gehen Sie, aber schnell. Bitte, da ist die Tür. Na, langs oder noch einen Mal? Das langt. Laufen Sie doch nicht immer hinter mir her. Thank you.
Und ich habe euch etwas zu sagen. Ich habe euch etwas zu sagen, was für uns alle wichtig ist. Es muss etwas geschehen. Das ist doch vor jedem klar. Es muss etwas geschehen, das diesen Wahnsinn hier beendet. Ihr schreit nach Patera, warum? Was erwartet ihr von ihm? Träume? Was haben euch Pateras Träume eingebracht? Eure Häuser verfallen, verrotten, brüten Unzucht und Verbrechen aus. Eure Angehörigen werden einem obskuren Totenkult geopfert. Ich sage euch, das ist Mord! Dieser Mann ist ein Verbrecher! Mord! Mord! Befreit euch endlich aus seiner Hypnose! Ich werde euch dabei helfen, aber nur, wenn ihr mir alle dabei helft! Alle! Ich setze $1 Million auf seinen Kopf! $1 Million auf den Kopf dieses Verbrechers! Dass wir in ungewöhnlichen Zeiten leben. Ihr werft euch in den Staub. Das muss ein Ende haben. Ihr gebt euch auf. Das muss ein Ende haben. Ich bin Herr, Ordnung wird wieder einkehren. Und ich werde euch befreien. Ordnung und hört Ende. Hört diesem Verbrecher nicht zu. Ich bin allerhöchster Stelle wünscht hört man in ungewöhnlichen Zeiten an allerhöchster Stelle ein die Untertanen glücklich zu sehen. Unser allerhöchster Herr an allerhöchster Stelle glücklich zu sehen. Hört auf! Hört ihm nicht zu! Untertanen, glücklich! Verblödet! Untertanen! Oh, mein Gott! Glücklich! Diese Sau! Volksverräter! Ich bring dich um! Ich bring dich! Was wollen Sie denn von mir? Ach so.
Thank you.